Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum von den Linken bedrängte Parteien wie die AfD oder als Organisation Querdenken, warum sie sehr vorsichtig sein müssen, wem sie in der Öffentlichkeit eine Möglichkeit geben, sich darzustellen. Warum ist das so? Schauen wir uns alle möglichen Proteste seit dem 1. August an. Bis auf den 1. August gab es zufällig immer irgendetwas, worüber die Altmedien ganz groß berichtet haben, was sie ganz groß herausgestellt haben. Und der Sinn davon, das herauszustellen, ist, andere Dinge hinten anzustellen, sie zu verschweigen, sodass es nicht auffällig wird, dass sie verschwiegen werden. Am 29.08. in Berlin war es der Reichstagssturm. Was war auffällig? Es sind immer merkwürdig penetrante Leute, die ein bisschen unverschämt sind, dreist sind und eine große Klappe haben und Krawall machen. Dort war es Tamara Kirschbaum, die große Reden geschwungen hat. Ja, der Donald Trump sei in Berlin und jetzt auf zum Reichstag. Und da stellt sich sofort immer der Verdacht, Verfassungsschutz. War sie eine V-Frau? Man weiß nicht genau, was da läuft. Oder es muss auch gar keine V-Frau sein. Es kann auch jemand von der Antifa sein, der eine False-Flag-Aktion macht. Solche Leute können das auch sein. Es war ja zum Beispiel in Leipzig so, dass Leute beobachtet wurden, die erst einen Antifa-Banner hatten. Haben sie dann in den Rucksack gepackt und haben sie eine Reichsfahne ausgepackt. Und man kann sich auch denken, dass bestimmt am 29.08. in Berlin solche Leute rumgelaufen sind mit Reichsfahnen. Und mit den Reichsfahnen ist es auch wieder auffällig, dass es aufdringlich ist, weil es geht um Corona. Was, wenn man nach einer Reichsfahne schwenkt, da gibt man ein Statement ab. Gibt man ein Statement ab gegen die Bundesrepublik Deutschland, für ein Kaiserreich. Man kann jetzt stehen zum Kaiserreich, wie man will, aber das ist in der Öffentlichkeit, das ist eine Provokation und das ist eigentlich nicht das, worum es geht. Das war ja in Zukunft auch so, dass man dann diese Reichsflaggen, dass man gesagt hat, den Leuten, ihr müsst sie einpacken. Es war am Anfang der schöne Gedanke, man möchte niemanden ausgrenzen, man möchte mit allen im Gespräch sein. Es dürfen alle mitmachen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob man mitmachen darf oder ob man dann groß auffällig herumtönt. Also dann, dass man dann eben, wie gesagt, solche Flaggen schwenkt, am besten noch die Reichskriegsfahne. Oder ob man wie Tamara Kirschbaum dann groß rumblökt. Ich hatte ja ein Video gemacht zu der Aktion im Reichstag am 18.11. bei der Abstimmung des Infektionsschutzgesetzes. Als ich diesen Schnipsel gesehen habe bei der Welt, dachte ich auch erst sofort, das ist wieder eine V-Frau, das ist eine V-Aktion. Also vom Verfassungsschutz bezahlt. Ich habe mich dann so ein bisschen näher erkundigt und habe dann das ganze Video gesehen. Dann habe ich gesehen, das ist eine Künstlerin. Dann habe ich mir gedacht, naja gut. Und es war dann ja eigentlich auch eher harmlos. Also sie hat, also von Nötigung zu sprechen, das ist schon etwas übertrieben. Also, aber man kann schon sagen, sie hat etwas dreist und unverschämt die Leute angesprochen. Und vor allen Dingen hat sie Altmaier dazwischen geredet, er kam gar nicht zu Wort. Das hat dann schon etwas Aufdringliches, etwas Peinliches. Und da haben wir es wieder. Es war schreierisch, aufdringlich. Und vor allen Dingen, es hat für den Mainstream, die Leute davon zu überzeugen, dass das Infektionsschutzgesetz nicht gut ist, das hilft dazu gar nichts, trägt dazu gar nichts bei. Stattdessen hat es die AfD in Bedrängnis gebracht. Ich habe ja das letzte Video gelöscht, einfach weil mir ein bisschen bange war, weil ich hatte auch ich hatte ja so einzelne Stücke von Rebecca Sommer eingeblendet und dann hat sie aber ganz groß stehen Copyright und dann war mir das irgendwie, ich dachte mir schon, dann ist die, das kann jetzt nicht sein, aber die gibt mir dann noch einen Strike oder dann gibt das noch irgendwie Ärger. Da habe ich mir schon gedacht, das war mir dann nicht ganz geheuer. Was mir jetzt aber im Nachhinein auch aufgefallen ist, diese Rebecca Sommer, die macht eine Aktion, also lässt sich einladen, also läuft dann da rum, das sind keine anderen Journalisten, sondern sie hat dann sozusagen das Monopol, weil sie als Gast da eingeladen worden ist, redet die Leute an, macht einen Film und es wäre dann ja so, wenn man jetzt von der Sache überzeugt ist, so man möchte Protest
man möchte den Protest, man möchte die Leute überzeugen, dann würde man das nicht so auf Copyright stellen. So, und dann die Leute wegstriken. So wurde mir das dann erzählt. Hat mir jemand einen Kommentar geschrieben: Achtung, die Rebecca Sommer, die strikt die Leute weg. Und dann ist es schon irgendwie auffällig. Diese Frau macht dann dieses Video, eigentlich ordnungswidrig, will es aber Copyright haben und strikt die anderen weg, wenn sie es teilen. Das heißt, es geht ja eigentlich so um sich zu promoten, um ihre anderen Videos zu promoten, um die Leute auf ihre Website zu locken. Was ja auch in Ordnung ist, wenn es kommerziell ist. Aber bei so einer Aktion fand ich das irgendwie befremdlich. Auch die Art und Weise, wie sie die Leute befragt hat, zu sagen, sie weiß ja selbst ganz genau, sie darf das eigentlich nicht machen. Es sind auch keine anderen Journalisten, die da jetzt rumlaufen und die Leute anquatschen, die Abgeordneten anquatschen. Das ist nicht in Ordnung. Und vor allen Dingen, natürlich war jetzt die Art und Weise, wie die AfD damit umgegangen ist, nicht gut, weil dadurch, dass die AfD das jetzt so groß rausgehoben hat, wie schlimm es war, hat sie den Altmedien das perfekte Alibi gegeben, es auch als besonders schlimm und berichtenswert darzustellen, worauf sie alles andere unter den Tisch kehren können. Was ja auch wieder zufällig ins Muster passt von allen anderen Veranstaltungen. Dass in dem blauen Bild es immer den einzelnen roten Punkt gibt, den dann die Medien aufgreifen und wodurch das ganze blaue Bild rot wird, weil sie nur über diesen roten Punkt berichten und alles andere weglassen. Das heißt, das Infektionsschutzgesetz fällt unter den Tisch, die Wasserwerferaktion gegen die Demonstranten, weil im Mittelpunkt steht Rebecca Sommer mit ihrer Aktion und die AfD ist in der Kritik. Und hier, die Aktion ist wieder aufdringlich und sinnlos. Also sie wird im Mainstream nichts bezwecken. Also in dem Sinn ist es sinnlos. Was für mich persönlich mich auch ein bisschen skeptisch macht, ist, dass sie bis vor nicht allzu langer Zeit bei den Grünen war. Da kann man natürlich sagen, sie ist eben auch jetzt erst aufgewacht. Aber die Grünen haben sich schon lange Zeit sehr aggressiv und antidemokratisch verhalten, aus meiner Sicht. Das konnte man auch deutlich sehen. Das heißt, wenn man bis vor kurzem bei den Grünen war, das macht mich ein bisschen skeptisch. Das heißt, das ist eine, ja, ich weiß nicht, eine zweifelhafte Person. Und bei solchen Leuten, die so nach vorne drängen, dann muss man aufpassen. Thorsten Schulte ist auch so ein Mensch, dem ich auch nicht vertraue. Ich habe mal zufällig ein Video gesehen, das ging 28 Minuten. Da ging es darum, also er hat irgendwie für Weidel gearbeitet und die hat ihn irgendwie gefeuert. Den Grund hat man nicht näher erfahren. Und dann hat er rumschwadroniert von dunklen Mächten und dass er jetzt hier ein großes Geheimnis lüftet. Da dachte ich mir gedacht, jetzt bin ich ja gespannt. Dann gucke ich 5 Minuten und es kommt dann immer wieder weiter. Hat er also große Ankündigungen gemacht. Das ist jetzt hier ganz dunkle Mächte. Und dann ging das 10 Minuten, dachte mir, das gibt's doch nicht. Dann war ich dann neugierig. Ich wollte dann erst schon wegschalten, weil ich dachte, er verschwendet ja meine Zeit. Und dann war ich mal neugierig, hab jetzt weitergeguckt und dachte mir, jetzt gucke ich mal weiter und jetzt möchte ich mal wissen, ob jetzt was kommt. Und dann kam bei 20 Minuten immer noch nichts. Und dann bei 28 Minuten, es kam nichts als heiße Luft in dem ganzen Video. Das heißt, dieser Mensch stiehlt den Leuten die Zeit für eine Ego-Show, 28 Minuten, erzählt er darum und bringt keinen Inhalt. Das ist auch wieder so, sich selbst in den Vordergrund stellen. Ohne Rücksicht. Und so, er wurde auch eingeladen. Das haben wir so eine Rebecca Sommer, dann ihn, dann LJT, finde ich eigentlich in Ordnung. Kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Aber bei diesen Leuten, man muss wirklich aufpassen. Weil man sieht, das Ergebnis ist wieder eine Katastrophe. Die Medien hatten wieder das perfekte Alibi vom Infektionsschutzgesetz und von den Protesten dagegen abzulenken. Bei Leipzig war es ja so gewesen, da gab es zum Glück Filmaufnahmen, wie irgendwelche Randalierer eingeschleust wurden, die da zu dem Demozug dazugelaufen sind. Also eine Gruppe, die mit der Demonstration gar nichts zu tun hatte. Und die ganzen ZDF-Leute standen schon bereit und hatten mit der Kamera. Da hat man auch das Gefühl, waren das Antifanten oder waren da V-Leute, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall haben diese Leute dann Ärger gemacht. Und wenn man sich jetzt daran erinnert, von NPD, von den Republikanern, DVU und diese ganzen Parteien, dann denken sich jetzt ja alle, bleh. Aber mir wurde dann unangenehm bewusst,
Ich weiß von diesen Leuten nur über die Altmedien. Nur dadurch wissen wir über diese Leute Bescheid. Und diese Leute wurden auch systematisch mit V-Leuten, mit dem Verfassungsschutz, wurden sie schlecht gemacht und eigentlich auch medial vernichtet, ausgegrenzt. Schauen wir uns die Republikaner an. Es waren im Vorstand, waren dann alles die mehr als die Hälfte V-Leute, weswegen das Verbotsverfahren gescheitert ist. Bei den Republikanern, dass sie Verdachtsfall, es wurde nachher auch ein Gericht in Berlin festgestellt, das war unberechtigt. Sie wurden auch medial vor der Öffentlichkeit vernichtet. Und aus dem Grund ist vielleicht die Angst von der AfD zu verstehen, dass wenn sie bei so einer Aktion, wenn sie das sich nicht davon ganz stark distanzieren, das habe ich jetzt, ist mir auch erst im Nachhinein bewusst geworden, dass sie natürlich wahnsinnige Angst haben, dass die Medien das aufgreifen und dass sozusagen damit die AfD den Verfassungsschutz dann mobilisieren können gegen die AfD. Weil man dann sagt, ja, die AfD, die ist antidemokratisch. Dann interessiert es auch nicht, dass die Grünen und das andere das auch mal gemacht haben. Wobei man aber sagen muss, dass es nicht üblich ist, man muss sich jetzt mal vorstellen, wenn jetzt die Grünen irgendwelche Antifanten als Gäste reinbringen würden und die würden dann rumlaufen und würden die AfD-Abgeordneten bedrängen. Das ist nämlich so ganz die Regel, ist es nämlich auch nicht. Auch wenn es schon die schon mal in den Bundestag reingelaufen sind, aber dass jetzt irgendwelche Gäste rumlaufen und die Abgeordneten anquatschen, das ist schon, hat schon Seltenheitswert. Da kann ich auch verstehen, dass sie sich davon abgrenzen. Aber aus meiner Sicht wäre es medial sehr viel geschickter gewesen, dass man sich klar davon abgrenzt, aber dass man möglichst wenig Aufhebens macht. Dass man das kurz sagt, wir haben damit nichts zu tun, das ist aus dem Ruder gelaufen, wir entschuldigen uns, aber dass man dann nicht die Aufmerksamkeit, dass es zulässt, dass man das ganz groß skandalisiert und das zulässt, dass die Medien den Scheinwerfer darauf richten können. Sodass man auch klar macht, das war eine Verfehlung, aber dass man gleich sagt, diese Frau hat sich daneben benommen, hat Leute angeredet, aber das war es dann auch. Und dass man sagt, ja, man distanziert sich davon und das hat Konsequenzen, aber dass man das klein hält, dass man das sagt ganz klar, man distanziert sich aber nicht, dass man dann 15 Minuten lang dann vor der Presse zu Kreuze kriegt. Das reicht dann, ein Statement abzugeben und dann war es das. Aber es sollte auch eine Lehre sein für die Zukunft. Natürlich in erster Linie muss man an den Altmedien vorbei protestieren, soweit es irgendwie geht. Sie dürfen nicht dabei sein, weil sie suchen sich immer aus dem blauen Bild, suchen sie sich den roten Punkt raus oder produzieren selbst den roten Punkt, um das blaue Bild rot erscheinen zu lassen. Da muss man sich überhaupt keine Illusionen machen. Und man sollte auch die Berichterstattung der Medien in den Blick rücken. Das heißt, man muss gegen die Medien protestieren. Dagegen sollte man in erster Linie protestieren, wenn man gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Das heißt, dann protestiert man automatisch nicht gegen die Medien. Dann haben die Medien immer die Chance, draufzuhauen. Sondern die Proteste müssen sich gegen die Medien richten. Auch die AfD sollte aus meiner Sicht, auch um zur eigenen Rufwahrung, die Medien viel mehr ins Visier nehmen. Weil sie das eigentliche Problem sind. Was ist die Lehre? Irgendwelche aufdringlichen Leute, die gern im Rampenlicht stehen wollen, die ein bisschen dreist sind, ein bisschen unverschämt sind, ein bisschen aufdringlich sind, zurückhalten, bremsen, vorsichtig sein, solche Leute unten halten und erstmal genau beobachten. Auf dem Spendenkonto zur Klage gegen die Covid-Strikes sind inzwischen 600 Euro eingegangen, knapp 600 Euro. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch bei den einzelnen Personen. Die Nachnamen nenne ich besser nicht. Vielen Dank an Nadine, Gabriele, Marcel, Sven, Rüdiger, Susanne, Burkhard, Rainer, Felix, Stefan, Jürgen, Kunigunde, Jörg, Tarek, Jan, Tobias, Martin, Sabine, André, Sonja, Wolfhard, Jürgen, Karin, Peter und Tina. Ganz herzlichen Dank. Ich mag es eigentlich nicht gern, Spenden zu bitten oder zu betteln. Aber es ist so, die Arbeit ist extrem aufwendig. Es kostet extrem viel Zeit und eigentlich bin ich auf Spenden angewiesen, wenn ich das hier weitermachen will. Das heißt,
wenn ihr mir spendet, jetzt unabhängig, klar gepoolt oder etwas anderes, wenn ihr mir spendet, dann ermöglicht ihr diese Arbeit. Vielen Dank nochmal. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Zu sagen ist noch, dass ich die Anwaltskanzlei Redgoff von Dr. Christian Stahl beauftragt habe, sich meines Falles anzunehmen. Ich denke, das ist eine tolle Kanzlei und ich bin guten Mutes. Macht's gut.